Hallo und herzlich willkommen zurück zur Schuldrecht-AT-Videoreihe. Und das ist jetzt die 12. Folge, in dem wir den Ausschlussgrund des Paragraphen 326 Absatz 2 Satz 1 Fall 1 BGB hier zusammen besprechen werden. In den letzten Folgen haben wir uns ja bereits mit dem Erlöschensgrund des Paragraphen 326 Absatz 1 Satz 1 BGB beschäftigt und festgehalten, dass neben der Unmöglichkeit der Leistungspflicht auch die Gegenleistungspflicht genau nach Paragraph 326 BGB grundsätzlich erlöschen kann. Ja, und auch grundsätzlich erlischt. Aber im Schema in der letzten Folge haben wir auch gesehen, es gibt durchaus auch Ausschlussgründe, in denen der Schuldner dennoch den Kaufpreis zahlen muss. Und den ersten Grund, den werden wir uns in dieser heutigen Folge zusammen anschauen. Ich lese einmal den Paragraphen 326 Absatz 2 Satz 1 Fall 1 BGB vor. Ist der Gläubiger, und jetzt bitte ganz genau lesen, ist der Gläubiger für den Umstand, aufgrund dessen der Schuldner nach Paragraph 275 Absatz 1 bis 3 nicht zu leisten braucht, allein oder weit überwiegend verantwortlich, und jetzt lasse ich mal das Stück hier weg für euch, weil das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Das ist nämlich der nächste Ausschlussgrund. So behält der Schuldner den Anspruch auf die Gegenleistung. So, und jetzt erstmal eine Frage an euch. Wir haben ja festgehalten, wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir jetzt im Kaufvertragsrecht sind. Und jetzt spricht der Paragraph 326 Absatz 2 BGB vom Gläubiger und vom Schuldner. Und jetzt wäre meine Frage an euch, welchen Anspruch meint denn Paragraph 326 Absatz 2 BGB? Meint er den Anspruch aus Paragraph 433 Absatz 1 Satz 1 BGB auf Eigentums- und Besitzverschaffung? Oder meint er den Kaufpreiszahlungsanspruch aus Paragraph 433 Absatz 2 BGB? Warum frage ich das? Weil es immens wichtig ist. Es ist wirklich immens wichtig. Ansonsten schreibt ihr in einer Prüfung am Thema vorbei. Ganz klar. Hier ist logischerweise die Eigentums- und Besitzverschaffung nach Paragraph 433 Absatz 1 Satz 1 BGB gemeint. Das heißt also, wenn der Gläubiger, also derjenige, der grundsätzlich in diesem Fall beim Kaufvertrag eine Sache übereignet und übergeben bekommen soll vom Verkäufer, wenn der dafür allein oder weit überwiegend verantwortlich ist, dass bei dieser Leistungspflicht Unmöglichkeit eingetreten ist, dann muss er weiterhin Kaufpreiszahlung leisten. Das ist super wichtig zu verstehen. Wir schauen uns gleich ein paar Beispielfälle an, dann versteht ihr das Ganze nochmal etwas besser. Ja, nochmal hier zusammengefasst, sollte der Gläubiger, ja, hier habe ich es nochmal hingeschrieben, der Leistungspflicht, für die Unmöglichkeit der Leistungspflicht allein oder weit überwiegend verantwortlich sein, muss er weiterhin die Gegenleistung erbringen. So, bevor ich jetzt hier unten für euch die Grafik auf die Folie werfe, eine kurze Überlegung. Der Ausschlussgrund des Paragraphen 326 Absatz 2 Satz 1 Fall 1 BGB, der spricht ja von der alleinigen oder weit überwiegenden Verantwortlichkeit des Gläubigers. Und jetzt wäre natürlich auch wieder so eine Frage, wie differenzieren wir denn jetzt, wann ist jemand allein für die Unmöglichkeit verantwortlich und wann weit überwiegend? Und hierzu gibt es ja sogenannte Verschuldensquoten, kann man das Ganze nennen, die ich euch jetzt hier einmal unten in einer Grafik präsentieren möchte. Bei der alleinigen oder beim alleinigen Verschulden der Unmöglichkeit durch den Gläubiger hat dieser wirklich komplett allein, also ihn trifft 100% die Schuld dafür, dass die Sache untergegangen ist. Und dann wenden wir logischerweise auch Paragraph 326 Absatz 2 Satz 1 Fall 1 BGB an, ganz klar. Das Gleiche gilt auch, wenn der Gläubiger weit überwiegend für die Unmöglichkeit verantwortlich ist. Weit überwiegend meint grundsätzlich, dass der Gläubiger 90% oder mehr, also zwischen 90% und 99,9%, wenn wir das Ganze mal so betiteln wollen, wenn er eine Verschuldensquote zwischen 90 und 99,9% aufweist. Ja, auch hier wäre Paragraph 326 Absatz 2 Satz 1 Fall 1 BGB anzuwenden. Und ich möchte jetzt hier auch nochmal
was anderes erwähnen. Ja, es geht jetzt nicht darum, dass ihr jetzt irgendwie anfangt, irgendwelche Verschuldensquoten in Prüfungen zu prüfen mit einem Taschenrechner oder sowas. Darum geht es hier überhaupt gar nicht. Ja, meistens werdet ihr schon im Sachverhalt ganz klar an die Hand genommen und könnt euch entscheiden, welche von diesen drei Fallgruppen einschlägig ist. Also sollte den Schuldner irgendeine Kleinigkeit zum Beispiel am Verschulden der Unmöglichkeit treffen, dann könnt ihr zum Beispiel schreiben, ja, wir haben jetzt hier 90% und 10%. Ja. Trotzdem ist der Gläubiger weit überwiegend für die Unmöglichkeit verantwortlich. Ja. Bitte jetzt hier keine komplizierten Mathematikrechnungen aufmachen. Ja. Die Verschuldensquotenberechnung, die müssen wir hier, oder die Schadensquotenberechnung, die müssen wir jetzt hier an dieser Stelle nicht ausführlich machen. Nur so ganz grob feststellen und dann natürlich auch begründen. Das ist das Wichtigste. In allen anderen Fällen, also sprich in den Fällen, in denen den Gläubiger weniger als 90% der Schuld daran trifft, dass die Leistung unmöglich geworden ist, dort haben wir eine sogenannte beiderseitig zu vertretende Unmöglichkeit. Auf diese möchte ich jetzt erstmal nicht weiter eingehen. Das ist jetzt nicht unbedingt Thema dieses Videos. Das werden wir uns wann anders anschauen. Bei der beiderseitig zu vertretenden Unmöglichkeit, wie der Name schon sagt, sind sowohl Schuldner als auch Gläubiger der Leistungspflicht dafür verantwortlich, dass zum Beispiel die Sache unmöglich geworden ist. Ja? Und hier haben wir, wie gesagt, aufgeteilte Verschuldensquoten, zum Beispiel 50-50 oder 60-40 oder 70-30 oder 80-20 oder, ja, auf jeden Fall muss der Gläubiger weniger als 90% der Verschuldensquote aufweisen, dann haben wir grundsätzlich eine beiderseitig zu vertretende Unmöglichkeit. Es ist übrigens umstritten, hier gibt es einen relativ großen Meinungsstreit zu, was dann genau passiert. Aber wie gesagt, das an anderer Stelle, darum geht es jetzt hier erst einmal nicht. Ich möchte euch für alle drei Fälle jetzt nochmal Beispiele geben, damit ihr das Ganze nochmal so ein bisschen besser verstehen könnt. Ich lese vor. Karl K. kauft bei Veronika V. einen 5K-Fernseher zum Preis von 3.200 Euro. Die beiden vereinbaren, dass V. den Fernseher bei K. abliefern soll. V. macht sich am besagten Tag mit einem Sprinter auf den Weg zu K. K., der seinerseits vergessen hat, dass V. bei ihm vorbeikommen wollte, rast von seinem Tennistraining in seinem PKW nach Hause. Obwohl auf dem Nachhauseweg eine Ampel schon auf Rot gesprungen ist, fährt K. über die Kreuzung und rast der V. seitlich in den Sprinter. Na, was passiert natürlich? Der Fernseher wird bei diesem Unfall vollkommen zerstört. Und hier können wir grundsätzlich sagen, okay, den K., der vergessen hat, dass V vorbeikommen wollte, der schnell nach Hause wollte von seinem Tennistraining, der ist bei Rot über die Ampel gefahren. Ja, V ist logischerweise hier bei Grün über die Ampel gefahren. Die beiden haben sich dann eben in der Mitte der Kreuzung kollidiert und der Fernseher ist hier kaputt gegangen. Hier können wir natürlich davon ausgehen, dass K hier zu 100% dafür verantwortlich ist, dass der Fernseher kaputt gegangen ist. Ja, V, die bei Grün über die Ampel fährt, die kann jetzt nicht davon ausgehen, dass von der Seite, von rechts zum Beispiel oder von links, nochmal jemand vorbeikommt und dann eben ins Auto hineinfährt. Ja, natürlich gibt es gerade im Straßenverkehr die Pflicht, dass man eben auch darauf achtet, was quasi die anderen Pkw-Fahrer machen. Aber gerade wenn man bei Grün über eine Ampel fährt, wird man regelmäßig jetzt nicht nochmal nach rechts und links gucken, ob da was kommt. Dementsprechend können wir sagen, dass K hier zu 100% für die Unmöglichkeit verantwortlich war und dementsprechend würden wir hier den Ausschlussgrund des Paragraphen 326 Absatz 2 Satz 1 Fall 1 BGB hier anwenden und würden sagen, dass die V weiterhin Kaufpreiszahlung von K verlangen kann. Das zweite Beispiel, das gleiche wie in Beispiel 1, aber jetzt gibt es eine kleine Änderung. Nur dieses Mal hat V leicht fahrlässig vergessen, den Fernseher ordnungsgemäß zu verpacken. Aufgrund dieses Umstands wird der Fernseher bei dem Zusammenprall mit K zerstört. K ist in diesem Falle erst Sekunden, nachdem die Ampel auf Rot geschaltet war, über diese hinüber gefahren. Das heißt, hier ist es so, dass K später über die rote Ampel gefahren ist als im Beispiel 1. Und die V hat aber den Fernseher nicht ganz ordnungsgemäß eingepackt. Sie hat zum Beispiel den Karton vergessen oder vielleicht nicht genug Styropor benutzt oder was weiß ich, irgendwas, was dazu geführt hat, dass der Fernseher unter anderem aufgrund dieses Umstandes dann noch kaputt gegangen ist. Ja, und hier
Ja, natürlich auch hier wieder diese Berechnung der Verschuldensquote. Wie gesagt, wir machen es jetzt nicht ganz genau, aber hier könnte man zum Beispiel sagen, okay, 10% der Schuld treffen die V, weil sie eben den Fernseher nicht ordnungsgemäß eingepackt hat. Aber natürlich ist der K hier wesentlich weiter schuld an dieser Unmöglichkeit der Leistungsbeschaffung als die V, weil er eben über Rot gefahren ist. Ja, und in diesem Fall ist er ja sogar weit nachdem die Ampel auf Rot gesprungen ist, da nochmal drüber gefahren. Folglich würden wir auch hier sagen, ja, hier war der K weit überwiegend dafür verantwortlich, dass der Fernseher untergegangen ist. Auch hier würden wir dann den Ausschlussgrund des Paragraphen 326 Absatz 2 Satz 1 Fall 1 BGB anwenden. Und das dritte Beispiel. Gleiches Beispiel wie in 1. Dieses Mal fahren aber sowohl K als auch V über Rot. Ja, nur kurz zur Erklärung, das werden natürlich auch alle wissen, aber im Normalfall ist es bei Ampelanlagen, bei Kreuzungen so, dass von beiden Seiten der beiden Straßen beide Ampeln für eine bestimmte Sekundenanzahl auf Rot stehen. Ja, und dann werden die Ampeln erst umgeschaltet. Und in diesem Falle sind beide über Rot gefahren, haben sich dann eben in der Mitte der Kreuzung getroffen. Ja, die Autos haben sich geküsst und folglich ist auch hier wieder der Fernseher kaputt gegangen. Oder ja, nicht kaputt gegangen, wurde zerstört. Ja, und hier würden wir natürlich sagen, Verschuldensquote 50-50. Ganz klar, beide sind über Rot gefahren. Da kann man jetzt nicht wirklich sagen, wer jetzt mehr oder weniger schuld war. Beide waren gleich schuld. Ja, 50-50. Und hier haben wir natürlich ja, eine Verschuldens- oder Schadensquote des Gläubigers, also des K in diesem Falle, unter 90%, ja, eben 50%, also unter 90%. Und hier hätten wir dann eben die besagte beiderseitig zu vertretende Unmöglichkeit. Wie diese behandelt wird, ist wie gesagt umstritten. Ja, das war es im Grunde auch schon zu diesem Video. Ich denke, das Ganze war relativ plausibel nachzuvollziehen und jeder sollte jetzt wissen, was es bedeutet, wenn der Gläubiger allein für einen Umstand verantwortlich ist und wenn, was es bedeutet, wenn er weit überwiegend für einen Umstand verantwortlich ist. Das war quasi so das Kernthema dieses Videos. Obgleich ich auch dazu sagen muss, ja, der Paragraph 326 Absatz 2 Satz 1 Fall 1 BGB, ja, ist jetzt wahrscheinlich nicht der allerwichtigste Ausschlussgrund. Ich denke, der Gläubiger bzw. Annahmeverzug und der Versendungskauf, das sind eigentlich so mit die wichtigsten Ausschlussgründe, die wir auch in den nächsten Folgen zusammen besprechen werden. Aber das sollten wir auf jeden Fall auch verstehen. Ja. Es ging mir wirklich auch darum, ein bisschen mehr in die Tiefe zu gehen und euch auch diese einzelnen Begriffe richtig zu erklären, damit ihr einfach von Anfang an wisst, wie das Gesetz auch aufgebaut ist. Ja, ganz klar, diese kleinen Wortlaute, allein weit überwiegend, es macht wirklich Sinn, das von Anfang an richtig zu verstehen und zu verstehen, was der Gesetzgeber uns mit diesen Gesetzen mitteilen wollte. Ja, falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich wie immer sehr über einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ja, macht's gut, euer Paragraph 31.